Hi, ich grüße dich. Wie versprochen, zeige ich dir, wie ich eine Heckrotoreinheit eines Helikopters wuchte. Im ausgebauten Zustand. Und zwar die komplette Einheit muss meiner Meinung nach gewuchtet werden. Die Blätter zu wiegen ist eine tolle Sache, ohne Frage. Es ist ein Anhalt für mich, sind das gleiche Blätter oder nicht, sind sie annähernd gleich schwer oder nicht. Align hat überall Nummern aufgedruckt und daran kann man schon erkennen, dass es paarweise ist. Hier sind, ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst, in der Mitte meistens, guck bei deinen eigenen Blättern, ist eine ganz kleine Nummer drauf und die muss bei beiden gleich sein. Wenn die verschieden ist, sind es zwei verschiedene Blätter und die kriegst du niemals vernünftig gewuchtet. Oder du haust so viel Tilda-Film drumherum, dass sie nicht mehr richtig arbeiten können. So, wie mache ich das jetzt? Erstens mal suche ich mir vernünftige Blätter auf. In diesem Fall sind es SABs und die müssen locker drauf sein. Locker drauf, dass sie sich auch bewegen können. Ich habe hier eine Heckeinheit von einem T-Rex, von einem alten T-Rex 600 mit, wie du siehst, Zahnriemenantrieb. Da drauf kommt jetzt, ich habe hier ein Distanzstück, damit das 700er Heck überhaupt drauf passt, darauf kommt jetzt die komplette Heckeinheit, und zwar diese hier. Die will ich wuchten. Das komplette Teil. Und du siehst schon, und du ahnst schon, wie ich das mache. Ich nehme die Finne, die habe ich falsch schon aufgebaut, damit ich das halten kann. Hier stelle ich mit meinem Finger den Nullpitch ein. Null. So. Und jetzt ziehe ich hier kräftig dran. Und merke, ob er schlägt oder nicht. Der läuft schon recht ruhig. Das merkst du, wenn du dieses Tool zur Verfügung hast überhaupt. Ist es nicht vernünftig gewuchtet, fängt es richtig an zu schlagen und zu zittern. Das merkst du auch gut. Oh Gott, da stimmt was nicht. Wie beim Heli auch, wenn die Finne unten anfängt zu wackeln. Dann weißt du ja, oh nee, das Heck, das muss eingestellt werden oder gewuchtet werden. Das erste, was ich mache, ist einfach die Blätter von rechts nach links zu tauschen. Das kann schon sein, dass es dann besser wird. 50-50 hast du immer. Entweder wird es besser oder es wird schlechter. Na gut, oder es bleibt genauso schlecht. Habe ich das gemacht, habe keine Besserung gefunden, gehe ich wieder zurück. Zieh nochmal dran. Es ist tatsächlich so. Ja, es ist so. Dann kennzeichne ich das. Rot-rot, blau-blau. Warum mache ich es doppelt? Weil einmal rot reicht doch. Aber man putzt das ab und zu, dann nach einer gewissen Zeit putzt man das alles runter. Deswegen mache ich immer beides. So, das war Schritt X. Der nächste Schritt ist wieder 50-50. Ich nehme ein Stück Tesafilm und klebe es entweder auf blau oder auf rot. Das weiß ich noch nicht. Ich verliere meistens immer bei 50-50. Auf blau. Dann mache ich auf blau rum. Ein Kreis, je nachdem, wie schwer sich das geschüttelt hat, wie schwer die Unwucht ist, das wirst du dann irgendwann merken, das hast du dann im Gefühl. Einmal rum oder zweimal rum. Dann ziehe ich wieder dran. Und jetzt kommt die 50-50-Chance. Lage ich richtig oder nicht? Schüttelt sich noch doller? Okay, meistens ist es bei mir so. Falsche Seite, wieder abfummeln. Auf die andere Seite das Tesafilm drauf. Wieder ziehen. Ja, es ist besser geworden. Und jetzt du brauchst viel Zeit. Du merkst schon, du brauchst viel Zeit. Jetzt habe ich zweimal drum gewickelt. Nehmen wir es mal einfach mal an. Ich habe zweimal drum gewickelt. Wieder abfummeln. Nächsten Kleber nur einmal rum. Nur einmal rum. Wiederziehen. Es ist besser geworden, es ist schlechter geworden. Und so weiter. Wenn du das richtige Blatt schon mal hast, dann ist es wieder so eine Gefühlssache. Irgendwann merkst du, läuft jetzt super weich und dann ziehe ich immer. Wenn er super weich wird, dann ziehe ich und freue mich, dass das so super leicht läuft. Das macht dann richtig Spaß. So, das haben wir geschafft.
Pass auf deine Finger drauf auf. Ich habe hier schon einen Haufen Schrammen gehabt, weil ich zu spät weg war. Oder der ganze Zahnriemen hat sich einmal hier drumherum gewickelt, weil er falsch war. Das sind Dinge, die passieren halt. Aber das heilt alles wieder. Das ist überhaupt kein Problem. Abmachen, wieder rauf. Vorausgesetzt natürlich, dass hier die Welle und so weiter alles auch schön gerade ist. Das ist natürlich klar. Und leichtgängig muss das sein, so wie hier. Es darf nicht laufen wie durch einen Kakao, sage ich jetzt mal, durch eher so ein Brei. Also so. Es muss ganz leicht laufen. Ich ziehe die hier immer noch mit tausender Schmirgelpapier ab und dann wird sie nochmal poliert, damit das auch alles wunderbar läuft. So, das Ding wieder drauf. Jetzt musst du es dir halt einfach nur vorstellen. Und ich mache noch ein zweites Video. Na. Ich mache noch ein zweites Video, okay? Dann mal sehen, ob ich dann. Ja doch, ich mache ein echtes Video. Das mache ich dann morgen. Ciao.